Freunde, ich hab da was für euch. Wie ihr wisst, läuft momentan die IFA in Berlin. Ich bin seit einer Woche vor Ort und schaue mir an, was hier alles Neues vorgestellt und präsentiert wird. Und dabei war auch die neueste, die zweite Generation der Motorola Moto 360. Ich bin viel am Sparhandy-Stand unterwegs. Der ein oder andere von euch war schon da und hat Hallo gesagt. Hat mich sehr gefreut. Und sie haben natürlich auch gesehen, dass ich nicht nur zum Spaß da bin, sondern auch arbeite. Ich habe mir heute schon mal etwas besorgt. Und zwar ist es die Verpackung und natürlich auch die Uhr der neuen Moto 360. Und ich dachte mir, na gut, dann packen wir das gute Stück halt direkt auch mal aus. Es ist eine runde Verpackung aus Plastik, aus Kunststoff. Außenrum gibt es hier aber nochmal so ein Papierschürze mit so einem kleinen Lümmel dran. Gut, ansonsten gibt es hier gar nicht so viel Spannendes, also machen wir das Ding auch direkt mal auf. Wir heben den Deckel ab. So. Legen das auch gleich zur Seite und da liegt sie auch schon. Ich habe das Ding schon einen Tag getragen, deswegen habe ich hier einfach diese Folie nochmal draufgeklickt, um es original aussehen zu lassen. So kommt das dann aber zu euch. Wir nehmen das mal raus. Ihr seht schon, die Uhr ist hier noch von zwei Seiten durch so einen Kunststoff geschützt. Fort damit. Und dann gibt es natürlich noch mehr in der Verpackung. Zuallererst natürlich, wie lade ich die Uhr, wie paire ich das Ding, Motorola Connect, Moto Buddy und so weiter. Dazu aber dann natürlich viel mehr im Review. Dann gibt es hier ein überarbeitetes Charging Cradle. Das ist diese Ladestation, Wireless Charging. Auf den ersten Blick fällt da gar nichts auf im Vergleich zum Vorgänger. Aber wenn man dann mal von oben reinschaut, dann sieht man hier diese zwei Pinöppel. Das hat natürlich einen Sinn, denn die erste Generation der Moto 360, die musste immer so rumliegen, um geladen zu werden. Das ist nicht schlimm, aber jetzt hat man halt auch die Möglichkeit, dass man das Ganze theoretisch anders reinlegt. Das ist eine kleine Verbesserung, aber ich finde sie doch recht sinnvoll. Ansonsten gibt es daneben natürlich noch so einen Ladestecker. Was hier auffällt, ist das gute Stück, das ist fest zusammengesetzt. Das können wir also nicht einfach so austauschen. Natürlich könnt ihr aber auch jedes andere Netzteil mit Micro-USB-Anschluss nehmen. Das Ganze wird dann einfach hier eingesteckt. Hier kommt das in die Steckdose, dann legt man die Uhr drauf und dann wird das Ganze wireless geladen. Kommt aber auch das mal schnell zur Seite. Und das ist sie, das ist die neue Moto 360. Wir nehmen sie noch nicht hier raus, denn wir wollen uns erstmal das Design anschauen. Also, das ist sie. Ich habe hier die nicht unbedingt männliche Version mit diesem Glitzersteinchen bekommen. Aber macht ihr nichts, um euch zu zeigen, was da los ist. Das ist nur eine von, ich glaube, es waren 400 Varianten. Es wird die Uhr nämlich im Motomaker zu kaufen geben. Und dort könnt ihr euch dann quasi wirklich alles einstellen. Also hier oben diesen kleinen Rahmen, wie der Knopf aussehen soll, welche Farbe es hier sein soll. Dann gibt es natürlich verschiedene Modelle, und zwar für Männer und für Frauen. Es gibt zwei Größen, einmal 42 und einmal 46 mm. Und dann gibt es noch extra für Frauen 42 mm mit einem dünneren Band. Ihr könnt euch aber natürlich auch, wenn ihr als Frau große Uhren haben möchtet, diese Versionen bestellen. Das schon mal dazu, die wiegen natürlich auch unterschiedlich mehr, die Akkus sind unterschiedlich, dazu aber dann gleich mehr. Was gleich bleibt, das sind die 11,4 mm in der Dicke. Ist natürlich ein bisschen was, aber ich finde, das Ding sieht trotzdem noch ziemlich schick aus. Ich war bei Motorola, ich hatte da einen Termin und ich habe mich unglaublich in die Schwarzversion mit dem schwarzen Gliederarmband verliebt. Guckt auf jeden Fall im Motomaker mal, was ihr so alles zusammenstellen könnt. Da ist sicher für jeden was dabei. Also, wir sind hier an der Seite und sehen hier den Knopf. Da hat sich schon ein bisschen was getan, der steht nämlich jetzt auf 2 Uhr bei der ersten Generation. Ihr seht es hier, steht er noch auf 3 Uhr. Da soll man dann einfach leichter hinkommen, das so als kleine Begründung. Ansonsten gibt es hier aber nichts, das weckt das Display auf oder dunkelt es auch wieder ab und natürlich wird das Gerät damit auch hochgefahren. Auf der linken Seite finden wir dann hier noch ein kleines Mikrofon, denn wir können natürlich wieder per Spracheingabe einarbeiten, Verzeihung, also einfach mal mit Google quatschen. Auf der Unterseite gibt es dann hier nicht mehr so viel und auf der Oberseite ebenfalls nicht. Wir sehen hier aber schon das Armband und auch das ist wieder ja nur eine von vielen Varianten. Wir sehen zum Beispiel hier den Fall, dass dieses Gehäuse so runtergeht.
Ganz schick ist hier, dass wir die Armbänder deutlich leichter wechseln können als noch bei der ersten Generation. Schieben wir das Ganze mal auf. So, was wir hier nämlich sehen können, schauen wir mal, ob wir das eingefangen kriegen. Das ist dieser kleine Pinöppel hier und den können wir dann ganz einfach so zur Seite schieben. Und dann können wir das Band auch schon abnehmen, ein neues Band reintun, wieder reinschieben. Na? Ist natürlich immer eine Fummelsarbeit, aber wenn es dann klappt, dann hat man ziemlich schnell ein neues Band dran. Wenn wir uns den Vorgänger mal anschauen, dann seht ihr schon, hier war jetzt nicht unbedingt viel mit leichtem Wechseln des Bandes. Kommt also auch das wieder zur Seite und wir schauen mal genauer hin. Was ihr hier seht, das ist schon der Pulsmesser. Natürlich könnt ihr auch dieses Mal den Puls messen und natürlich hat sich auch hier drinnen einiges getan. Ihr seht schon, das Ganze ist dunkler. Der Pulsmesser sieht ein bisschen anders aus, ansonsten steht hier aber immer noch, dass wir Stainless Steel, also Edelstahl haben. Wireless Charging ist dabei, ein Pedometer, das ist ein Schrittzähler und Heartrate-Sensor, den haben wir hier gerade schon gesehen. Natürlich lässt sich also auch dieses Mal der Puls hier messen. Wir haben Lederarmbänder, es gibt aber natürlich auch metallerne, es gibt Gliederarmbänder. Da steht euch viel, viel zur Auswahl im Motomaker, haben wir bereits besprochen. Und wir haben hier diesen Verschluss, den man ja ganz normal von den Uhren, von den typischen Armbanduhren kennt. Aber auch hier gibt es natürlich eine gewisse Auswahl. So viel jetzt erstmal zum ersten Eindruck, zum Design. Es gibt aber natürlich noch ein paar technische Daten, über die wir sprechen müssen. Das hier vorne, das ist Gorilla Glass 3. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, geht vollkommen in Ordnung. Was hier unten gleich bleibt, das ist dieser Rahmen. Darin befindet sich ein Lichtsensor und auch dazu gibt es natürlich was zu sagen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Versionen. Die 42er Version bei den Frauen und Männern hat 1,37 Zoll und wir kommen auf 360x325 Pixel. Das sind nicht 360x360, denn wie gesagt, hier unten gibt es dann diesen kleinen Slot. Dann gibt es aber natürlich auch noch eine 46mm Version, die hat ein 1,56 Zoll großes Display. Hier kommen wir auf 233 ppi, das sind 360x330 Pixel. Angetrieben wird das Ganze natürlich auch durch irgendwas, und zwar durch den Qualcomm Snapdragon 400. Es ist ein auf 1,2 GHz getakteter Quad-Core Prozessor und dazu kommt dann auch eine kleine Grafikeinheit, nämlich die Adreno 305 GPU. Diese ist auf 450 MHz getaktet. Ihr seht schon, hier läuft natürlich Android Wear drauf, was auch sonst. Ist insgesamt ein bekanntes Spiel, aber wir wollen trotzdem einfach mal durchschauen. Es gibt natürlich wieder unglaublich viele verschiedene Sensoren. Die Besonderheit hier ist natürlich der Ambient Light Sensor, also der Umgebungslichtsensor, aber auch so ein Gyroskop ist dabei, eine Haptik- und Vibrationsmaschine und ein Accelerometer. Sehr, sehr schwer auszusprechen. Kommen wir noch ganz kurz zu den Akkus. Bei der 42mm Version haben wir 300 mAh und bei der 46mm Version kommen wir dann auf 400 mAh. Wireless Charging ist selbstverständlich möglich. Ihr habt ja das Dock schon gesehen. Wir stellen das auch einfach nochmal da rein, um hier ein bisschen anderes Bild zu haben. Ansonsten haben wir 4 GB internen Speicher, da kann man dann Musik draufpacken und unterwegs ein bisschen Musik hören. Wir haben natürlich 512 MB RAM mit dabei, Bluetooth 4.0 Low Energy, um mit dem Device verbunden zu werden. Und auch Wi-Fi, also WLAN 802.11 BEG, bedeutet, wir können natürlich auch mit WLAN verbunden werden und dadurch dann unsere verschiedenen Daten oder Benachrichtigungen ziehen, aber auch Google Now Karten. Und es sind 2 Mikrofone verbaut, damit man natürlich noch ein bisschen besser verstanden wird, wenn man denn mit unserer Uhr spricht. Ja, das war's auch schon. Das war mein erster Eindruck. Das waren die kleinen Unterschiede zur Moto 360 der ersten Generation. Und falls ihr Fragen oder Wünsche habt, dann immer her damit. Das war's mit diesem Unboxing. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.